Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn, heute wieder für euch in The War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement aus den Tiefen. Und dazu habe ich mal was Schickes rausgesucht. Wir finden das Achievement einmal unter Tiefen, War Within. Und dann haben wir hier Tagstürmer. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Schließt erfolgreich eine Tiefe des Ordens der Nacht auf der Stufe 8 oder höher ab, ohne von Artilleriefeuer ins Visier genommen zu werden. Und ja, als allererstes, wo befinden wir uns? Wir sind in einer Tiefe der Nacht und das ist jetzt, in meinem Fall, habe ich mir Nachtsturz-Sanktum rausgesucht. Das ist hier unten auf den Koordinaten 33, 47 in Heilsturz. Und hier ist es jetzt so, wenn ihr in diese Tiefe reingeht, habt ihr diese Zonen auf dem Boden und da dürft ihr nicht reinkommen. Ein bisschen tricky ist das, weil zum Teil die größer und kleiner werden und man muss hier Sachen... Seht ihr? Muss hier Sachen looten und dann muss man immer ein bisschen aufpassen. Wenn man da reinläuft, dann kommt so ein Artilleriefeuer, das verfolgt einen dann auch und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen. Und bis zum Ende des Delves darf man halt von nichts quasi getroffen werden, also teilweise müsst ihr dann auch immer ein bisschen warten. Und ich würde sagen, ich laufe jetzt meinen Run hier mal zu Ende und dann gucken wir mal, ob ich das am Ende auch hinbekommen habe. So, wenn ihr wie ich allem ausgewichen seid, also diesen kompletten Flächen, dann und dann den Endboss killt, gibt es einmal hier quasi das Achievement. Wo haben wir es? Da, Tagesstürmer. Ich habe jetzt in den WoW-Head-Kommentaren gelesen, in einer anderen Version des Delves muss man anscheinend irgendwie einen Fallschirm am Ende benutzen. Erst dann zählt es, also nicht, wenn ihr den Endboss getötet habt. Also wenn ihr in einer Version seid mit einem Fallschirm, dann müsst ihr den vielleicht eventuell noch drücken. Bei mir hat es jetzt in der Version quasi ausgereicht, einfach den Endboss umzuhauen. Und dann hat es auch das Achievement gegeben. Und ja, damit sind wir tatsächlich jetzt auch schon durch mit dem Video. So als kleines Schmankerl machen wir jetzt, laufen wir jetzt mal in das Ding rein, dass ihr diese Ding auch seht. Also wenn das einmal bei euch kommt, dann könnt ihr rausgehen und direkt wieder neu rein. Ne? Dann wisst ihr, dass ihr es verkackt habt. Gut, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.